Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem knackigen Po. Wir wollen uns heute einen runden Po antrainieren. Das heißt, wir werden natürlich auch die Beine mit trainieren, aber auch unser Gesäß. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind erlaubt. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Zuerst machen wir uns etwas warm. Das heißt, aufrichten und einmal ganz locker gehen. Füße abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz leise natürlich, Fußgelenke mobilisieren, die Arme mitnehmen, wie beim Walken, neben deinem Körper einfach ganz locker mitführen. Nimm deine Knie schon mal nach außen, sodass deine Hüftgelenke auch gleich mobil werden. Und nochmal wieder nach vorne. Knie nach vorne, nach außen, nach vorne, deinem Tempo, nach außen, nach vorne und ein letztes Mal noch nach außen, da bleiben, größer werden. Und noch einmal wieder kleiner werden, so dass deine Füße etwas hüftbreit geöffnet sind. Locker dich aus, schüttel deine Beine aus und lass die Fußspitzen nach vorne zeigen und komm mit dem Gesäß nach hinten. Also zeigst dir seitlich, setz dich nach hinten ab, kannst die Füße auch noch ein bisschen weiter öffnen und die Fußspitzen ganz leicht nach außen drehen. Oberkörper gerade und dann schiebst du dich nach oben. Dein Po schiebt dich hoch. Nochmal tief und wieder hoch. Genau, mach in deinem Tempo und spür, wie dein Gesäß tatsächlich dein Aufzug ist, der dich nach oben drückt. Geht noch. Bleib noch mal unten, halte einen Moment und komm noch mal nach oben. Auslockern. Ich komme seitlich zu dir, denn jetzt kommt ein Bein zurück. Du bist hüftbreit wieder geöffnet, kommst mit dem hinteren Knie Richtung Boden und dein Po vom hinteren Bein, der schiebt dich jetzt nach oben. Also anspannen, hochschieben und tief. Nochmal hoch und ab. Wenn es wackelig ist, ist okay. Vordere Ferse unterhalb vom Knie. Noch fünf Stück. Fünf, vier, drei, zwei, einen und wechseln. Andere Seite zurück. Wieder hüftschmal mindestens stehen. Knie Richtung Boden. Vorderes Knie über der Ferse. Hintere Gesäßhälfte anspannen. Dich hochdrücken. Noch 10 Stück. Po anspannen. 10, 9
vor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Beine auslockern. Sehr gut. Große Grätsche jetzt. Die Knie nach außen. Und jetzt versuchst du einmal deine Fußspitzen nach vorne und die Knie über deine Fußspitzen zu nehmen. Also, geh mal nach links. Einbeinige Kniebeuge. Drück dich hoch und geh nach rechts. Tief und hoch. Wir machen erstmal im Wechsel links und rechts. Gesäß schiebt dich. Oberkörper bleibt aufrecht. Jetzt werden die Beine schon müde, oder? Und wenn das gut klappt, dann bleibst du mal nur auf einer Seite. Das heißt, du kommst tief und wieder hoch. Schieb dich hoch. Komm tief und schieb dich hoch. Nochmal. Die Seite, andere Seite, tief und hoch. Noch einmal Seite wechseln und tief und hoch schieben. Und wenn du jetzt hochkommst, dann nimmst du dein Bein, schau mal, und drückst es hoch. Kommst tief, drückst dich hoch. Geht auch ohne. Noch zweimal. Tief, check. Und komm tief, wechsel die Seite. Einmal wieder zum Test und hoch. Und dann ziehst du dein Bein mit hoch. Kommst tief, hoch. Leise abrollen. Einmal und hoch, bleib unten und drück dich zur Mitte. Locker dich aus, schüttel deine Beine aus. Sehr, sehr gut. Einen Endspurt. Das heißt, du stellst deine Füße noch einmal so ein bisschen breiter wie hüftbreit auf. Zweite Runde dieser Squat, aber wir machen 15 Wiederholungen und zwar ist die letzte Übung, versprochen. Und zwar gehst du tief und hoch und wenn du tief gehst, versuchst du dich abzubremsen mit deinem Po, also landen. Das heißt nicht hochspringen, sondern landen. 15 Stück. Vorsicht, tief. Fünf, sechs, die Bewegung abbremsen, sieben,
8, 9, 10, 5 noch, 5, 4, 3, 2, einen und tief unten bleiben. Hochkommen, auslockern. Sehr, sehr gut. Schüttel dich aus. Einmal dehnen, natürlich auch Oberschenkel, Fuß fassen, Knie zusammen. Drück den Fuß in die Hand. Versuch die Knie zusammenzuhalten. Und der Fuß schiebt dagegen. Richte dich auf. Auch die andere Seite. Gleich nochmal ranziehen. Knie zusammen. Brustbein anheben. Wieder lösen, ein Bein vorne kreuzen, Po nach hinten jetzt, ganz geraden Rücken. Wenn du mehr Lust auf Intensivvideos hast, dann geh mal auf meinen YouTube-Kanal, da findest du eine Playlist, die heißt Intensiv-Workouts. Kannst mich abonnieren, kostenfrei, dann bekommst du mal mit, wenn irgendein neues Video von mir auf YouTube erscheint. Wechseln, Abonnieren-Button drücken, auf die graue Glocke und auf alle. Dann bekommst du auch immer die Info. Wenn du Lust hast, so als Energieausgleich mich zu unterstützen, ich freue mich natürlich mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat. Unten ist der Link, mehr ansehen, deine Unterstützung Steady, da kannst du 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, ganz was du möchtest. Kann man auch jederzeit verändern, man ist nicht festgebunden. Komm wieder zurück, lass locker. Atme ein, atme aus. Wenn du morgen deinen Po spürst, mach nichts. Nochmal, einatmen, Länge, streck dich. Rück deinen Po nochmal so ein bisschen bewegen, deinen Rücken bewegen. Und auslockern, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich freue mich über einen Kommentar, wie es dir vielleicht auch morgen so geht oder wie es deinem Po morgen so geht. Vielleicht interessiert es die anderen auch, die mitmachen, wie es dir dann so geht oder jetzt während des Workouts. Also gerne kommentieren. Wenn es dir gefallen hat, gefällt mir drücken. Oder sei ganz einfach bei meinem nächsten Workout wieder dabei. Ich freue mich schon.